meine Damen und Herren, hier ist der neue Trainer. Ja, und mit diesen geilen Bildern, hello, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück oder herzlich willkommen neu auf meinem Kanal. Ja, ihr könnt es euch schon denken, um was es hier geht. Es geht um eine Karriere mit dem Karlsruher Sportclub. Ich möchte den KSC zurück in europäische Triumphe führen. Viele wissen es nicht. Die KSC-Ultras haben diesen Fangesang ins Leben gerufen und mittlerweile wird er von Mannschaften wie Bayern oder Dortmund natürlich zelebriert. Aber wir wollen den KSC wieder dahin bringen, wo er einst war, unter Winfried Schäfer. Ich hoffe, ich habe ihn gut erstellt. Ich habe mein Bestes versucht. Ich saß bestimmt 2 Stunden dran. Deswegen lasst an der Stelle gerne schon mal ein Like da, falls euch das Ganze gefällt, falls ihr Bock habt auf die Karriere. Gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus. Lasst eure Meinung da. Und wer ganz neu hier ist, ich würde mich selber über ein Abo freuen. Support ist kein Mord. In diesem Sinne würde ich sagen, wir gehen rein und ich zeige euch als allererstes mal die Mannschaft, wie sie im Moment aussieht. Ja, so sieht die KSC-Mannschaft momentan aus. Es gibt noch ein paar Leute, die derzeit beobachtet werden. Bin ehrlich, mit Otto Hofmann möchte ich eigentlich nicht gehen. Zu langsam für mein Vorhaben. Gondorf, lasst es mich gerne wissen. Alle Karlsruhe-Fans, natürlich bestimmt einer, den wir nicht gehen lassen werden. Wanicek, absolute Maschine. Sein Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft, aber ich werde alles geben, dass wir das mit ihm schaffen. Goller ist eine Laie, ob wir da die Laie vielleicht abbrechen sollen. Ja, lasst mich einfach wissen. Wir haben Badmatz, der ist 21 Jahre alt. Aus dem können wir auf jeden Fall auch ordentlich was machen. So sieht die Mannschaft aus. Eventuell wird sie noch was in der Transferphase tun. Eventuell im Sturm hoffentlich und vielleicht noch jemanden fürs zentrale Mittelfeld. Je nachdem, was es da gibt, können wir da den einen oder anderen noch holen. Und ansonsten ist die Mannschaft auch relativ gut aufgestellt. Ich hoffe, wir können hier eine gute Entwicklung nehmen. Dann würde ich sagen, es steht bald schon das erste Spiel an gegen Hansa Rostock. Wir gehen da rein, gucken uns das Ganze an und legen direkt mit den ersten Spielen los. Let's go! So, hier gibt's auch für euch eine kleine Übersicht. Transferangebot, kümmern wir uns gleich drum. Das sind hier die Leute, die wir abgeben wollen. Wir haben auch ein paar auf der Leihliste, aber jemand wie Lorenz, der ist 33 Jahre alt, für den werden wir keine große Verwendung mehr haben. Auch Jensen ist mit 24 leider nicht so stark, wie ich mir das erhofft. Da ist ein Breithaupt zum Beispiel deutlich, deutlich besser. Heger, ja, wir brauchen keine 5 Torhüter. Dann haben wir Marino, der geliehen wird, und Mirkovic, der geliehen wird. Kümmern wir uns mal ganz kurz um das Angebot. Das sieht tatsächlich auch ganz gut aus. Wir nehmen das auch an, 930.000 für Rien, Van Rien nehmen wir an. Gucken wir, ob uns der dann verlässt. Und wir haben auch einen interessanten Mann in der Jugendakademie, Leonard Hansen. Den werden wir direkt hochziehen, da machen wir überhaupt nicht lange rum. Der hat jetzt schon richtig gute Werte. Antritt 90, ach ja, sehr schön, sehr schön. 16 Jahre alt, den schmeißen wir direkt rein. Der wird auf jeden Fall einiges bei uns bewirken können. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist der Blick auf die Vorstandserwartungen. Wir haben hier ordentliche Ziele. Spieler verpflichten unter 20 Jahren 3 Stück. Ja, wird vielleicht gar nicht so einfach. Wir müssen gucken, was da so geht. Ja, wir sollen im Aufstiegsrennen dabei sein. Am liebsten würde ich auch direkt aussteigen, so ist es nicht. Je nachdem, wie sich die Mannschaft entwickelt. Und ja, also die Ziele beim KSC sind absolut machbar, würde ich sagen. So, und dann ist es soweit. Erstes Zweitligaspiel in dieser Saison. Wir haben noch nicht so viel getan auf dem Transfermarkt. Die Mannschaft dürfte gewappnet sein. Wir spielen jetzt erstmal gegen Aufsteiger aus Rostock. Mal wieder die alte Liebe aus Rostock. Der ein oder andere wird es wissen. Wir haben eine wunderschöne Karriere hinter uns in FIFA 21 mit Hansa Rostock. Jetzt geht's aber rein ins erste Spiel. Ich bin heiß. Ich hoffe, ihr auch. Let's go. Was ihr mir an der Stelle auch gerne mal sagen dürft, ist, wie viele Spiele sollen wir in eine Folge reinpacken? Wie viele davon simulieren? Wie schnelle Simulationen? Wie schnell sollen wir in der Karriere vorgehen? Ihr habt da ganz viel Bestimmungsrecht. Wie viele Spiele soll ich selber spielen? Alles, was euch wichtig ist, lasst mich das an der Stelle gerne wissen. Die Karriere soll in erster Linie auch euch gefallen und deswegen wäre eure Meinung da auf jeden Fall sehr wichtig. Jetzt geht's aber erstmal ans erste Spiel gegen Hansa Rostock. Let's go. Wo Rostock kommt und wir liegen hinten. Ne? Rein, Junge, bitte. Was ist denn los? Jungs, hey, wir können nicht im ersten Spiel direkt verkacken. Kommt.
Ja, es ist schön gespielt. Joy, Junge, ganz starkes Ding. Da ist der Ausgleich, so muss es sein. Boah, war das schön gespielt, Joy, direkt mit dem ersten Doppelpack. Junge, auf den setze ich ganz viel. Der Typ ist eine Maschine. Boah, wieder schön gespielt. Schade. Hoffmann macht ein gutes Spiel da vorne drin. Der verteilt die Bälle richtig gut. Hört, damit ist Pause. Wir führen mit 2-1. Joy macht direkt im ersten Spiel eine überragende Partie. Das ist wunderschön, das freut mich richtig. Auch Hofmann, entgegen meiner Meinung, liefert hier richtig ab. Mal gucken, was wir da machen. Wir sind auf jeden Fall in Führung und wollen die 3 Punkte auch direkt mit nach Hause nehmen. Kommt, Männer. Ja, schön gespielt. Joy da am Ball, da ist Gondorf, Hofmann, Joy. Oh, fast den Dreierpack. Fast den Dreierpack. Mal gucken, was bei Ecken geht. Ja, da drüber. Oh, Jungs. Sehr schön macht ihr das. Das ist ein gutes Spiel. Wir wechseln jetzt auch. Breithaupt kommt rein für Gondorf. Hansen kommt jetzt auch direkt rein, unser Jugendspieler. Und außerdem kommt Schleusener noch vorne mit rein. Wir brauchen einfach noch ein Tor oder wir bringen das einfach hier gut über die Zeit. Oh, Rostock kommt jetzt nochmal. Die haben das ganze Spiel nichts mehr gemacht. Och, Mann, verhögt. Ach so, was ist zum Kotzen, Mann. Ja, könnte der letzte Angriff sein. Hansen nimmt Joy mit. Da ist, ja, oh, Joy. Schade, Mann. Ach, schade. Flanke kommt. Gut, Joy nochmal. Oh, 2-2 am Ende gegen... Oh. Allein von den Chancen, das Ding muss man eigentlich gewinnen. Joy macht einen überragenden Auftakt. Sehr, sehr schön. Direkt ein Doppelpack. Oh, Mann, eigentlich hätten wir hier direkt gewinnen müssen. Schade. So, wir haben ein Leihangebot für Mirkovic. Der ist 18 Jahre alt. Also absolut einer für die Zukunft. Laie zum Kauf wird hier angeboten. Delegieren wir zu einer Laie. Türkgücü München. Wir werden sich in FIFA wohl nicht auflösen. Deswegen können wir das hier guten Gewissens machen. Mal schauen, was da so geht. Wir haben noch gar nicht genau auf Hansen geschaut. Das machen wir jetzt mal. Der Typ hat einfach 5 Sterne. Das ist ja unfassbar. Junge, was ist denn der für eine Maschine? Oh, wow. Also auf den können wir uns in dieser Karriere mit Sicherheit freuen. Ja, und Türkgücü München hat unsere Forderungen angenommen. Mirkovic für ein... jetzt auf einmal 19. Alles Gute an der Stelle nachträglich. Auf dem Weg für ein Jahr in die dritte Liga. Da kann er Erfahrung sammeln. Das ist sehr, sehr schön. So, es geht direkt rein ins nächste Spiel gegen Darmstadt. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Nummer. Wir spielen im Wildpark. Wir wollen... hier jetzt die ersten 3 Punkte einfahren. Folgende 11 steht Lorenz im linken Mittelfeld. Hansen darf direkt mal von Beginn an ran. Außerdem kommt Bormuth mit in die Innenverteidigung. Ja, mit Darmstadt haben wir auf jeden Fall einen potenziellen Aufsteiger hier direkt gegen uns. Heißt, wenn wir da oben mitspielen wollen, müssten wir jetzt eigentlich abliefern gegen die Jungs aus Darmstadt. Ich hoffe, wir können das tun. Erstes Spiel war doch sehr vielversprechend. Da ist Hansen direkt mit der Flanke. Schade. Ball ist aber doch bei uns. Und da ist Joy. Joy trifft schon wieder. Der macht in den ersten 2 Spielen direkt mal 3 Tore. Der Typ ist eine Maschine. Ja, schön gespielt da außen. Ball ins Zentrum. Joy, Junge, Joy. 2-0 nach 12 Minuten. Joy schon wieder mit einem Doppelpack. Ich hab mir schon gedacht, dass ich mich da auf einen freuen kann. Aber dass er direkt so abliefert, ist natürlich auch überragend. Da hat Darmstadt jetzt nochmal kurz vor der Pause. Gersbeck, ganz, ganz starkes Ding. Schöne Parade. Wir gehen mit 2-0 in die Pause. Nach dem Tor von Joy nicht mehr viel passiert. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Das lässt auf jeden Fall viel Hoffnung zu. Das macht richtig Bock, bisher den Jungs zuzuschauen. Oh, Darmstadt kommt. Wir müssen aufpassen. Ja, es ist schön verteidigt. Gondorf macht es richtig gut mit all seiner Erfahrung. Jetzt können wir vielleicht einen Konter fahren. Joy, da ist Hofmann, nimmt Hansen mit. Ball in die Mitte. Ja, schade. Aber wir sind direkt wieder da. Lorenz mit Joy. Da ist Vanizek. Ja, schade. Wir wechseln jetzt dreimal. Marino kommt in den Sturm rein. Cueto kommt auf den linken Flügel und Breithaupt kommt rein für Vanizek für die letzten 20 Minuten knapp. Wir müssen es über die Zeit bringen. Und damit ist das Spiel aus. Nicht mehr so viel passiert in Halbzeit 2. Wir gewinnen mit 2-0. Überragend. Wir nehmen die ersten 3 Punkte mit gegen Darmstadt und das ist ein dickes Ausrufezeichen. So, wir brauchen natürlich für Joy auch einen Ersatz. Es kann ja nicht sein, dass der alle 34 Spiele am Stück spielen muss. Deswegen gehen wir hier mit Mattia Aramu.
spielt bei Venedig in der Serie A, hat ein 72er Rating, 26 Jahre alt, bringt also auch schon ein bisschen Erfahrung mit. Wir gehen hier rein in die Verhandlung, ungefähr 3 Millionen müssen wir für den Kollegen bezahlen. Wir gehen rein und versuchen Aramu zu verpflichten. So, da Aramu einen auslaufenden Vertrag hat, probieren wir hier mal 2,35 Millionen. Wir schauen mal, was die Jungs von Venedig dazu sagen. Ah, 750.000 und Batmats. Ja, nee, also 2,25 Millionen, wir entfernen mal noch ganz kurz die Weiterverkaufsgebühr, gehen mit der Wunschsumme 2,350, das ist ja absolut ein richtig schönes Angebot, nehmen wir an, dann würde ich sagen, wir springen direkt rein in die Verhandlungen. Ja, Aramu wird dann, glaube ich, auch einer unserer besten Spieler, deswegen möchte er auch gerne Schlüsselspieler werden, was natürlich für Choi nicht bedeutet, dass er nicht spielen darf. Zwei-Jahres-Vertrag finde ich auch okay, wir übergehen die Freigabesumme, da haben wir gar keinen Bock. Das Angebot ist hier auch echt nicht schlecht. 10.500, obwohl er vorher 15.000 verdient hat. Und er nimmt das Ganze an. 65.000 Einstiegsbonus und damit haben wir den ersten Transfer. So, jetzt haben wir ein Angebot für Robin Bormuth, so 2,5, 2,6, 2,7 rauszuschlagen. Dann würde ich ihn tatsächlich echt gehen lassen. Perfekt, ich habe es aus Versehen angenommen. Och nö, ich habe es aus Versehen angenommen. Und traurigerweise ist Bormuth verkauft worden. Och man, wir hätten da locker 600.000, 700.000 mehr bekommen können. Ich habe gefettfingert, damit muss ich jetzt leben. Steht auch direkt die erste Pokalrunde an gegen St. Pauli. Wir wollen hier weiterkommen. Ich möchte im Pokal einiges erreichen. Wir gehen rein ins Spiel, hoffen, dass wir hier gewinnen können. Wir wechseln ein bisschen. Jakob darf jetzt rein, Arabol darf jetzt auch rein. Beide auf den Außenverteidigerpositionen. Außerdem kommt Schau, Oschau, Knessi. Wenn man ihn so ausspricht, lasst es mich gerne wissen. Rein, Schleusener darf auch direkt mal von Anfang an spielen. Ja, sieht schön aus, das Hansen. Ja, schade, erste Aktion. Direkt nach 5 Minuten. Sehr gefährlich. Da ist Joy. Da ist Gondorf. Ja, Wanicek. Oh, Flipper. Oh, schade. Ah, Pauli jetzt das erste Mal da. Gersbeck hält das Ding sehr schön. Kommt, Jungs. Das wird unsere Saison, das wird unsere Saison, Männer. Oh, fliegt uns jetzt unsere Chancenverwertung um die Ohren. Nein, Gersbeck ist da, kann sich hier auszeichnen. Aber St. Pauli hat noch nicht genug und St. Pauli trifft. Amenido. Ach, Mann, das kann ich nicht. Chancenverwertung, wenn es daran scheitert, das tut immer extrem weh. Aber es ist noch ein bisschen zu spielen. Ja, Gondorf hier am Ball, Choi und Choi trifft schon wieder. Junge, es ist nicht wahr, es ist unglaublich. Der hat bisher all unsere Tore geschossen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Damit gehen wir mit dem 1-1 in die Pause. Wir haben mehr Schüsse, nutzen die aber noch nicht. Es steht 1-1, wir machen mal so weiter. Gucken, was in Halbzeit 2 geht. Oh, es wird gefährlich. Kehre mit dem 2-1. Wir müssen jetzt auf jeden Fall reagieren. Ja, sieht gut aus, Cueto, Choi. Da ist wieder Choi, da ist Wanicek. Oh, es wird viel, viel zu eng, Wanicek. Ja, auch mal den Außenverteidiger hier mitnehmen. Oh, Jungs. Zurechtlegen auf einem anderen Niveau, Hansen. Schade. Wir wechseln jetzt auch dreifach. Aramu kommt rein, Hofmann kommt rein und Breithaupt kommt rein. Choi bleibt drinnen, wechselt auf den rechten Flügel. Wir brauchen unbedingt noch ein Tor. Sonst sind wir direkt in der ersten Runde im Pokal raus. Oh, Pauli kommt. Pauli macht es gut. Da ist es 3-1. Kieri mit dem 3-1. Oh, Mann, ey, fuck. Ja, aber Muvanicek, ah, oh, das ist zu wenig. Das ist dann am Ende zu wenig. Und ich glaube, das war es direkt mit dem Pokal. Aber wir können uns auf die Liga konzentrieren. Das darf man immer nicht vergessen. Wir konzentrieren uns einfach auf die Liga. Auch uns sehr wehtut, dass wir hier direkt in Runde 1 rausfliegen gegen St. Pauli. Passiert, wir haben unsere Chancen nicht genutzt, müssen wir uns am Ende auf die eigene Fahne schreiben. Pokal aus in Runde 1 gegen St. Pauli. So, ich habe mich dazu entschlossen, die Leihe von Goller zu beenden. Wir haben mit Hansen, Cueto, Batmats, Lorenz auf jeden Fall genug Männer. Deswegen brauchen wir keinen Flügelspieler. Beenden die Leihe von Goller. 72.000 kostet uns das. Können wir verschmerzen. So, es gibt nochmal ein Transferangebot für Lorenz. Ich glaube, wir behalten ihn lieber mal. Brauchen einfach genug Leute in der Breite. Nächstes Spiel steht an gegen Sandhausen. Wir gehen rein mit unserer nominellen Top 11. Joy darf jetzt mal auf die Bank. Wir gehen rein, schnelle Simulation. Gegen die müssen 3 Punkte her, wenn man aufsteigen will. Sandhausen, wir gewinnen mit 2-0. Doppelpack von Hofmann.
sehr, sehr schön. So, ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, Marc Lorenz gehen zu lassen. Der ist 33, so viel wird er uns eh nicht mehr bringen und wir haben genug Leute auf den Positionen. Joy kann zur Not auch auf dem Flügel spielen. Von dem her lassen wir Lorenz gehen, wenn er will. 610.000 ist natürlich jetzt das niedrigste Angebot von allen. Jetzt gibt's aus meiner Sicht aber erstmal noch ein Kracherduell gegen Bremen. Wir werden uns das Ganze anschauen. Hansen ist schon auf einer 70. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Für das Spiel möchte ich auch ein bisschen was anderes ausprobieren. Joy kommt jetzt mal vom rechten Flügel, Hansen vom linken. Breithaupt darf von Anfang an spielen. Wir gehen rein in die lange Simulation und gucken, was gegen Bremen gibt. Ja, Bremen hat Bock. Bremen hat Bock. Vorsicht, Gersbeck. Mit dem 0-0 geht's in die Pause. Wir haben 35% Ballbesitz. Geht besser. Wir machen mal so weiter. Gehen in Halbzeit 2. Wollen wir ganz kurz darauf schauen, dass bei Bremen Insigne spielt? Was ist denn da los? Also, ich weiß nicht, ob das der Insigne ist. Oh, Bremen kommt und da ist es 1-0. Ein Bomb trifft. Wir wechseln jetzt dreifach. Gondorf kommt rein. Schleusener und Badmanns. Joy rückt auf die 10. Ja, wir probieren jetzt mal noch ein Tor zu schießen. Kommt, Männer. Ja, gut gespielt. Da ist Joy. War abseits, aber was war das denn für ein Abschluss? Ja, Joy, da ist Schleusener. Gibt Freistoß. Gibt Freistoß. Dejkovic holt sich eine Rote ab. Komm, Junge. Heise. Oh, Mann. Schade. Oh, es wird wohl die erste Niederlage in der Liga werden. Aber wir machen eigentlich echt gute Spiele. Also muss ich mal ganz klar sagen. Es sieht echt, echt gut aus, was wir bisher abliefern. Gegen Bremen darf man als Absteiger verlieren. Oh, Gersbeck jetzt nochmal gefordert. Ja, also wie gesagt, die haben einen Schuss aufs Tor. Junge, Junge. Ja, gegen Bremen kann man verlieren. War ein gutes Spiel aus meiner Sicht. Wir sind auf einem guten Weg. So, wie geht's in der Transferverhandlung mit Finn Ole Becker? Der Typ ist 21, hat eine 69, ist natürlich ein aufregender Mann für die Zukunft. Ist, glaube ich, einer, der in der Zukunft richtig, richtig stark sein wird. Deswegen schnappen wir uns den jetzt schon mal. So, ich versuche jetzt mal Jensen hier mit in den Deal einzubinden. Und 2,5 Millionen. Jensen wollen sie nicht haben. 3,35 Millionen und 11% Weiterverkaufsgebühr. Die entfernen wir natürlich. Wir gehen ein bisschen runter. 2,9 würde ich mal sagen, machen wir da 2,95. Was sagt ihr dazu? 4,0. Dann treffen wir uns bei 3,75. Ich glaube aber, dass der es auf jeden Fall wert sein wird. Deswegen nehmen wir die Forderung an. 4,4 Millionen für Finn Ole Becker. Das ist doch ein ordentliches Brett. Komm, wir gehen bei dir mit 10.000. Das ist wahrscheinlich zu viel. Wir machen mal 8.000. Einstiegsbonus von 30.000 dürfte bei dem doch passen, oder? Gucken wir mal. Das ist ein faires Angebot. Damit haben wir den nächsten Neuzugang. Finn Ole Becker kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, Spiel gegen Platz 1. Rein in eine schnelle Simulation. Ihr seht im Hintergrund die Aufstellung. Finn Ole Becker kommt natürlich noch nicht rein. Da soll sich erstmal ein bisschen an den KSC gewöhnen. Rein in eine schnelle Simulation gegen Platz 1. Was geht da? Unentschieden. Oh, schau, Gnessi. Ich habe keinen Plan, ob man den so ausspricht. In der 84. mit dem Ausgleich. Sehr schön. Wir waren dominant. Hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. So, wir haben hier Samuel Obeng. Gegen den haben wir im Vorbereitungsturnier gespielt. Obeng hat da sehr gute Leistungen abgeliefert. Und ich würde jetzt versuchen, den in einem Tauschdeal mit Schleusener eventuell zu bekommen. Wir gehen rein in die Verhandlungen. Ist ein schneller Mann. So, Schleusener und 500.000. Wir schauen mal, was die dazu sagen. 1,4 Millionen und Schleusener würden sie annehmen. Wir gehen mal, wir sparen, wo es geht. 1,35, was sagt ihr? Wunderbar, nehmen die an. Damit machen wir einen entspannten Tauschdeal. So, wir haben hier einen 4-Jahres-Vertrag, wichtige Rolle im Kader. 5.500, 50.000 Einstiegsbonus nimmt er an. Samuel Obeng ist damit neu bei uns im Verein. Haben damit auch nochmal einen schönen Transfer getätigt, wie ich finde. So, Badmanns wurde ausgeliehen. Kommt bitte stärker zurück und Mirkovic hat die Leihe wieder abgelehnt. Ach, was ist denn mit dem los, ey? So, und damit ist der Deadline Day dann auch abgeschlossen. So sieht die Mannschaft aus. Ich finde, wir haben eine gute Mannschaft zusammengestellt. Kann mich bisher nicht beschweren. Lasst ihr auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren da, was ihr zur Mannschaft sagt. Wir haben hier noch ein paar Leute auf der Bank und in der Reserve.
Rabold und Jakob werden auf jeden Fall zu Einsätzen kommen. Tiede und Heise werden das nicht komplett die Saison durchhalten. Finole Becker, auch eine absolute Maschine. Und Aramu mit seiner Erfahrung bestimmt auch ein richtig guter Transfer. Ich bin zufrieden. Wir schauen jetzt nochmal ganz kurz auf die Tabelle. Und dann soll es mit der ersten Folge auch gewesen sein. Erste Folge immer etwas anstrengend, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir stehen auf Platz 6. Gar nicht mal so schlecht da. 3 Punkte hinterm ersten. Kann sich sehen lassen. Also Spannung ist auf jeden Fall gegeben. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, fair bleiben und ciao, ciao.